Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Ja, ich habe lange überlegt, wie sieht das letzte Video in diesem Jahr aus? Was mache ich? Koche ich? Mache ich mich zurecht, brezel mich auf, setze mich hier hin und sabbel? Oder ich habe mich einfach dazu entschlossen, ich selbst zu bleiben und mich mit meiner schluffigen Jogginghose, meinem labbrigen Jäckchen und einer Tasse Kaffee hier aufs Sofa zu flezen. Und mit euch über unser Jahr reden, also mein Jahr, mehr oder weniger. Ja, Anfang des Jahres habe ich meine Ernährung umgestellt. Ich habe auch 14 Kilo abgenommen. Wirklich, über Monate. Da war ich so stolz drauf. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich habe sie leider wieder drauf gefressen. Denn ich habe ja in diesem Jahr herausgefunden, ich habe gar keine Nussallergie. Und da habe ich erstmal alles nachgeholt, was ich über Jahre nicht mehr essen konnte. Also Schokocreme, hier diese Haselnusswaffeln, dann Rosinen-Nussschokolade. Das waren alles Sachen, die habe ich früher mal gerne gegessen. Und ja, deswegen ist das leider wieder drauf. Fürs neue Jahr habe ich mir aber vorgenommen, ich werde meine Ernährung komplett wieder umstellen. A, weil ich ja Restless Legs habe, also unruhige Beine. Da soll man so ein bisschen auf die Ernährung achten. Dann ist mein Cholesterin ja immer noch ein klitzekleines bisschen zu hoch. Also wirklich nur ein kleines bisschen. Meine Ärztin sagt, das ist nicht schlimm. Und ja, mit ADHS soll man auch so ein bisschen Zucker vermeiden und so. Und das passt sich ja dann ganz gut. Deswegen ist heute der letzte Tag, wo ich Fleisch essen werde. Also ich werde schon im neuen Jahr auch mal Fleisch essen und auch mal grillen, aber ich habe nicht mehr vor, also eigentlich will ich es vermeiden, weil es halt viele Fleischalternativen mittlerweile gibt, die auch sehr lecker sind. Und ja, aber wenn es vorkommt, dann nehme ich es mir nicht übel, weil ja, es wird sehr, sehr selten sein. Dann ja, wie fing unser Jahr an? Eigentlich wie für alle, wir hatten einen fetten Lockdown. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. So, das hieß, wir waren also Silvester alleine, was in dem Sinne auch nicht schlimm ist, weil dieses Jahr haben wir uns zum Beispiel dazu entschieden, alleine zu bleiben. Wir haben überlegt, laden wir jemanden ein, feiern wir mit irgendwem zusammen, wenn getestet und geimpft ist. Und dann haben wir gedacht, nee. Also wir werden dieses Jahr, das war so turbulent und es ist so wahnsinnig viel passiert, dass wir halt für uns entschieden haben, wir bleiben zu dritt und machen uns hier einen schönen Abend und feiern ja, hier zu dritt Silvester. Wir haben auch schon Mad Eagle im Kühlschrank stehen, so als Abschied. Und unsere obligatorische Orange mit Trauben, Käsespießen und ganz wichtig für die Männer hier, Schinken-Spargelröllchen. Die essen die für ihr Leben gern. Ich mag keinen Spargel, von daher haben die das alles für sich alleine. Obwohl Plötze ja auch dabei ist und auch immer Wurst wird. Ja, wer ist Plötze? Genau, was ist in diesem Jahr alles passiert? Wir haben zwei neue Katzen dazu bekommen. Einmal Luna. Luna war ja geplant, weil wir haben gesagt, wir wollten ganz gerne noch eine kleinen Kater dazu haben. Hat sich ja dann rausgestellt, dass Luna kein Kater ist. Deswegen wurde dann aus Ben Luna. Und wir sind aber der Meinung, dass wir uns mit Luna einen kleinen Hund ins Haus geholt haben. Weil die sich eher wie ein Hund verhält als wie eine Katze. Aber es ist total süß und es macht es total viel Spaß, mit ihr zu spielen. Weil sie halt eben so ist, wie sie ist. Ja, und dann kam ja Leo und sie scheint nicht trächtig zu sein. Also ihr Bauch wächst nur vorne. Sie kriegt auch endlich was auf die Rippen. Und da, wo sie dicker werden würde, wenn sie trächtig wäre, da tut sich nichts. Also denke ich mal, dass sie Gott sei Dank nicht trächtig ist. Das heißt, wir können im nächsten Jahr es in Angriff nehmen, sie ja kastrieren zu lassen, damit sie dann auch, was die Rolligkeit angeht, ihre Ruhe hat und endlich hier Frieden findet. Sie hat sich sehr gut eingelebt. Mittlerweile kommt sie viel kuscheln und dass sie auch viel streicheln. Sie kommt sogar, wenn ich auf Toilette sitze, auf meinen Schoß und will gestreichelt werden.
Ist mit nackten Beinen nicht so toll, wenn sie dann die Krallen ausfährt. Aber nun gut, so ist es nun mal. Wir wollten verschmuste Katzen haben und die haben wir jetzt. Ja, dann waren wir viel im Garten Anfang des Jahres und haben uns da quasi reingestürzt. Also wir waren ja täglich mehrere Stunden im Garten. Wir haben ja quasi nur im Garten gelebt. Und ja, haben da viel geschafft. Und das wurde dann ja etwas weniger. Zu den Gründen werde ich auf meinem Gartenkanal nochmal irgendwie ein Video machen. Aber ich habe da gerade was im Feuer und bevor das nicht spruchreif ist, bevor er nicht spruchreif ist, werde ich da nichts zu sagen. So, ich halt gerade einen Zug lang. Ja, dann haben wir in diesem Jahr mal viele Ausflüge gemacht. Ich bin das erste Mal seit, boah, ja, haben wir jetzt seit so einem Zug gefahren. Ist echt schon ewig. Also über 20 Jahre auf alle Fälle. Bin jetzt erst mal mit dem Zug gefahren und dann sind wir auf den Flohmarkt gegangen. Und von dem Flohmarkt waren wir ehrlich gesagt enttäuscht. Wir hatten da, früher haben wir ja immer Flohmarkt gemacht und hatten auch eigene Stände und so. Und dann ist man halt hingefahren und ist dann gleich, bevor man aufgebaut hat, hat man gleich eine Runde gedreht, hat geguckt, was ist so, wer ist so da, was bietet da so an und was verkauft er so. Und ja, aber wenn ich mir das angucke, mittlerweile bin ich zu geizig für Flohmarkt, glaube ich. Weil es gibt so viel auf eBay Kleinanzeigen zu verschenken, wo die auf dem Flohmarkt echt viel Geld für haben wollen, wo ich mir denke, ja, warum soll ich dann das bisschen Geld, was ich habe, dafür ausgeben, wenn ich doch eBay Kleinanzeigen habe und da geschenkt kriege. Ja, es tut mir zwar leid für die Verkäufer, also wie gesagt, Flohmarkt hat mir auch immer Spaß gemacht, aber ich muss halt gucken, wo ich bleibe und es wird alles teurer und ich kann mir das halt nicht leisten, für Sachen teuer Geld auszugeben, die ich in Anführungsstrichen auf eBay Kleinanzeigen geschenkt bekomme. Jo. Das war das erste Mal seit über 20 Jahren, dass wir mit dem Zug gefahren sind. Da ist mir aber auch auf der Hinfahrt überhaupt nicht so wohl gewesen, weil vor Aufregung mir wieder schwindelig geworden ist und wir mussten auch so lange auf den Zug warten, weil der auch noch ein bisschen wie immer mal Verspätung hatte. Und der Bahnhof ist ja hier direkt vor der Tür und ich war echt drauf und dran und habe gesagt, ach nee, ich fahre jetzt nicht und da hat Jens gesagt, du fährst jetzt, wir haben die Karten gekauft und das ziehen wir jetzt durch. Und ich habe es dann durchgezogen und hinterher war ich auch total stolz. Und ich habe mir ein Buch für Star Trek gekauft. Und Luke, der hat sich so eine Schnecke gekauft. Hier, so eine Schnecke. So eine Schildkröte aus Mario. Ja, dann waren wir viel auf der Autobahn unterwegs. Ich habe hier Pipi-Karten. Ja, Pipi-Karten. Die gibt es bei Rastplätzen. Und also nicht auf jedem Rastplatz, aber halt eben, wo die Firma vertreten ist. Da hat man dann so einen Automat und da steckt man dann halt eben Geld rein und Pipi machen. Auch alles total Hightech, die Klobrillen, die reinigen sich selber. Ich habe mich total erschrocken, wie sich das verändert hat. Im Gegensatz zu früher, wo ich auf Raststätten unterwegs war, ist das echt schon ja, ein himmelweiter Unterschied, wie sauber das da ist. Ja, und dann kriegt man 50 Cent und kann sich dann irgendwann davon einen Kaffee kochen. 70 bezahlt man und 50 Cent kriegt man wieder gut. Jetzt weiß ich nicht, kann ich die alle zusammen verwenden oder kann ich immer nur einen für einen Kaffee verwenden, weil so ein Kaffee ist da auch nicht gerade so super günstig. Naja, also ich habe jetzt schon vier Stück. Ich habe drüben über meinem Computer gedönst, habe ich mir die Wand da zurecht gemacht und hängen da unsere Ausflugssouvenirs hin. So halt als Zeichen für mich, was ich alles geschafft habe. Und ja, wer mitgekriegt hat, wie ich die letzten Jahre drauf war, dass ich fast nicht das Haus verlassen habe vor lauter Panikattacken und so weiter, der weiß halt eben, dass das für mich sehr große Schritte sind und deswegen bin ich auch mega, 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 mega stolz. Wir waren dieses Jahr zweimal bei Thorsten und Tordis. Und dann waren wir beim Mammut, haben im Frühling, Frühsommer, Weihnachten gefeiert. Das war total lustig. Und ich muss mal Kaffee trinken, der wird kalt. Genau.
Dann habe ich ja, nein, wir sind bei den Ausflügen, kriegt dann ADHS unter Kontrolle. So. Dann waren wir im Dinosaurierpark und haben uns da Dinos angeguckt. Das Wetter war nicht so doll, aber es war Gott sei Dank nicht so warm und deswegen war es auch gar nicht wieder so schlecht. Weil, wenn das wieder so warm gewesen wäre und so ätzend, dann wäre das auch nicht schön gewesen. Und bisschen Niesel hat noch nie geschadet. Da haben wir einen Mammut gesehen, da habe ich auch ein Foto von, wie ich mit Mammut nebeneinander stehe. Jo. Das war auch schön. Ich überlege gerade, irgendwas vergessen? Also wir waren viel unterwegs. Stimmt, bei meiner Freundin war ich auch. Also die kenne ich jetzt seit 2008. Habe ich die online kennengelernt über ein Internetradio. Und dann kam sie irgendwann, glaube 2011 oder so, das erste Mal haben wir uns richtig gesehen, weil sie einfach bei uns vorbeigekommen ist. Was für mich natürlich Stress war. Und seitdem ist sie halt regelmäßig vorbeigekommen. Und ja. Dieses Jahr war halt das allererste Mal, dass ich zu ihrem Geburtstag fahren konnte. Und ich muss sagen, ich war erstaunlich entspannt für die erste längere Autofahrt. Und mittlerweile Autobahn, nee, ist immer noch nicht meins. Vor allem jetzt waren wir am 25. Dezember bei Thorsten und Tordes, haben da ein bisschen Weihnachten gefeiert. Und dann lagen da schon wieder überall Trümmerteile auf der Autobahn und dann sind wir auch an einem Unfall vorbeigefahren. Gott sei Dank gab es da keine Verletzten. Wir gehen mal davon aus, dass einer versucht hat zu überholen und ihm einer da in den Kotflügel hinten reingefahren ist, weil der war kaputt und die Fahrer standen daneben. Also da war Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, aber Autobahnfahren, das ist nicht so meins. Ja, und dann waren wir noch, das war der Super-GAU hier. Wir waren bei IKEA. Und wir haben uns gedacht, hey, wir gucken mal für Luke nach einem schönen Tisch und fahren dann mal rum. Dann hat man gleich einen Familienausflug und das war eine super tolle Idee, auf einen Samstag in eine IKEA zu fahren. Das war in Großburg-Wedel. Und ja, der Laden war gerappelt voll. So richtig an die Corona-Regeln hat sich auch keiner gehalten. Und dann sind wir da durch diesen Laden gelaufen, nachdem wir nichts gefunden haben, was wir kaufen wollten. Und dann haben wir den Ausgang nicht gefunden. Und überall diese Menschenmengen und dann dieser volle Laden. Und also ich habe jetzt nicht direkt eine Panikattacke gekriegt, aber ich hatte schon direkt Panik, dass wir da nicht mal rauskamen. Und es hat auch wirklich über eine halbe Stunde gedauert, bis wir endlich den Ausgang gefunden haben. Und von dem viel geschwärmten IKEA-Köttbullar waren wir auch mehr als enttäuscht. Also es gibt ja hier diverse Anbieter, wo man hier die Soße für Köttbullar kaufen kann. Und wir haben halt immer uns diese Soßen geholt und haben dann selber Mettbällchen dazu gemacht. Also wir finden, das schmeckt definitiv tausendmal leckerer als das, was wir da bei IKEA gegessen haben, für das viele Geld, was es gekostet hat. Das war nicht so. Nee, das war nicht meins. Ja, ich habe mich dieses Jahr eigentlich vor nichts gedrückt. Ich habe alles durchgezogen. Ich habe ja auch meine Prothese bekommen. Und die untere sitzt super, die obere sitzt schrecklich. Da bin ich jetzt am Kämpfen, dass ich da mal ein Gutachten kriege, dass das geändert wird, weil meine Zahnärztin sich weigert, da was zu machen. Und da kämpfe ich jetzt halt mit der Krankenkasse. Und das war ja auch so ein Theater mit der unteren Prothese, da habe ich ja dann Kron gekriegt und dann haben die es vergeigt, dann waren die Zähne schon abgeschliffen und alles war offen. Dann haben die mir so Plastikkronen an meine Interimsprothese gemacht. Die haben immer auf den Zähnen rumgeschliffen und wer abgeschliffene Zähne hat, der weiß, wie weh das tut, weil du nichts Heißes, nicht Kaltes, gar nichts, das kann ich heute noch nicht. Trotz der Dinger drin. Der Kron, weil es Eisenkronen sind und Eisen und kalt und heiß überträgt sich noch besser. Also Metall, nicht Eisen. Ich habe Eisen nur noch versunken. Nee, und dann haben sie mir da so Plastik Ding gemacht, das war von hier bis hier. Das ist beim ersten Mal ist das gleich am nächsten Morgen rausgeflogen, obwohl ich abends nur eine pürierte Suppe gegessen habe und morgens nur mein Bett gemacht habe. Auf einmal büpf war das Ding in der Hand.
So, und ich musste wirklich 4 Wochen oder so Schmerztabletten nehmen. Und wer mich kennt, der weiß, ich hasse es, Tabletten nehmen zu müssen. Vor allen Dingen Schmerztabletten. Ich mag das nicht. Und dann habe ich nochmal so ein Ding gekriegt, dann habe ich mich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu essen. Dann habe ich da wochenlang, bis dann endlich die Kronen fertig waren und die untere Prothese fertig war, habe ich dann endlich essen können. Ja, wie gesagt, und dann kam das Theater mit der Oma. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Unsere Nachbarn randalieren da gerade draußen auf dem Hausflur rum. Ja, an Silvester. Die bohren auch an Heiligabend. Da kennen die nichts. Da sind die ganz trocken. Ja, und dann. Was habe ich noch? Ach so, ja, ich habe dieses Jahr eine Therapie angefangen. Und einmal Gruppentherapie und einmal eine Einzeltherapie. Und bei mir wurde ADHS diagnostiziert. Was auch erklärt, warum meine Videos immer so chaotisch sind, weil mein Gehirn halt einfach immer Zirkus macht. Und ich mich zwar vorbereite, die Hälfte trotzdem vergesse und immer von einem Thema zum nächsten durcheinander springe, sodass hinterher immer keiner versteht, was ich will. So, ich habe jetzt im Januar einen Termin für, da kriege ich die Tabletten verschrieben. Und ich bin mal gespannt, ob das mit den Tabletten besser wird. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich selbst verliere, wenn ich die Tabletten nehme. Weil irgendwie so mein Humor und alles, das ist ja, kommt ja dann auch so ein bisschen von dem ADHS, dass ich halt so hibbelig bin und so witzig bin. Und ich habe Angst, dass das so ein bisschen verloren geht, weil ich mag das eigentlich, andere zum Lachen zu bringen und mag da nicht, ja, nur in der Ecke sitzen und gar nichts machen. Dann habe ich zwar geordnete Gedanken, aber krieg gar nichts anderes hin. Das wäre ja auch Kacke. So. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und zwar im August habe ich angefangen, die Wochenzeitung auszutragen. Und das ist ein super schönes Gefühl, wenn man für sein Geld arbeiten gehen kann. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich so weit gesund bin, dass ich arbeiten gehen kann, dass ich arbeiten gehe. Und das hat mir irgendwie immer keiner geglaubt, weil immer alle denken, ja, die ist faul und die denkt sich das nur aus mit der Angsterkrankung und dieser ganze Kram. Und ja, die hat einfach keinen Bock, arbeiten zu gehen. Doch, ich habe Bock, arbeiten zu gehen. Und das muss auch nicht das Mega-Gehalt sein, wenn der Job Spaß macht. Und beim Zeitung austragen ist es eben halt ein großer Vorteil. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann meine Tour planen, wie ich möchte. Ich bin in Anführungsstrichen alleine. Und ich muss nicht auf engstem Raum mit anderen Leuten zusammenarbeiten, wo ich ja im Moment mit meinem ADHS sowieso immer anecke, weil ich halt Dinge ausspreche, die ich denke. Und manchmal bringe ich das nicht so rüber, wie ich es rüberbringen will. Also es kommt oft härter rüber, als ich es meine. Und ja, das ist halt eben so eins der Probleme, die ADHS so mit sich bringt. Und ja, dann habe ich Anfang Oktober noch angefangen, die Tageszeitung auszutragen. Dafür stehe ich morgens um 3 auf und verteile die. Und dann habe ich jetzt Anfang Dezember meine Kündigung für die Tageszeitung bekommen. Da war ich total geschockt, weil ich habe dann den Brief aufgemacht und dachte, naja, vielleicht hier so, ja, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr oder frohe Weihnachten oder sowas. Und nö, die sind gekündigt zum 31.12. Und ich saß da, toll. Jetzt hast du endlich mal einen Tagesrhythmus, der dir Spaß macht. Du kannst arbeiten gehen, dein eigenes Geld verdienen und bist gekündigt. Wo ich sagen muss, Geld ausgeben ist gar nicht mehr so schön, wenn man es selber hart verdient hat. Also ich finde das nicht so toll, wenn ich arbeiten gehe und muss dann immer einkaufen gehen und Rechnung bezahlen und sehe, wie das Geld immer weniger auf dem Konto wird. Das tut irgendwie schon ein bisschen mehr weh, als wenn man es halt eben immer kriegt. Einfach so, ohne dass man da was für tut. Das ist echt nicht so schön. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja. Und dann stand eine Telefonnummer unten drunter und dann habe ich da angerufen. Und jetzt habe ich schon meinen neuen Arbeitsvertrag und die, die das jetzt übernehmen, die haben mich auch übernommen. Und ab dem 3. Januar fange ich meine neue Tour an und fange an, Zeitung auszutragen. Im nächsten Jahr steht mein AM-Führerschein an, hoffentlich, wenn ich das finanziell hinkriege. Ich habe jetzt beim Antrag, beim Amt,
beim Jobcenter einen Antrag auf ein Darlehen für einen Führerschein und ein Leichtkraftfahrzeug gestellt. So ungefähr wie ein Autoführerschein kosten würde. Warum möchte ich einen AM-Führerschein machen? Das erkläre ich euch gleich, wenn ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Ganz einfach. Mit einem AM-Führerschein kann ich ein Leichtkraftfahrzeug fahren oder auch einen Kabinenroller. Und der Vorteil daran ist, dass es einfach mega billig ist. Denn mit diesem Leichtkraftfahrzeug, also man nennt sie auch Moped-Autos, 45 km/h Autos, werdet ihr wahrscheinlich eher kennen, als wenn ich euch sage Leichtkraftfahrzeug. Das ist so, bei denen holt man sich einfach nur ein Rollerschild. Also ein Rollernummernschild. Das heißt, man zahlt einmal im Jahr, je nachdem, was für eine Versicherung man hat, ob man Haftpflicht hat, Vollkasko oder halt eben normal, zahlt man halt eben zwischen 30 und 150 Euro je nach Versicherung und hat dann alles. Diese Autos sind TÜV-frei. Natürlich werde ich trotzdem regelmäßig in die Werkstatt fahren und das Auto überprüfen lassen, weil ich ja auch Luke mitnehme und Jens mitnehme und wir natürlich auch heile ankommen wollen und nicht irgendwo, ja, weil das Auto irgendwelche Mängel hat, irgendwo an der Wand kleben oder so. Also das ist mir schon wichtig und das werden wir auch mal, werde ich auch auf alle Fälle machen. Es ist halt eben günstiger. Wenn ich jetzt meinen Autoführerschein machen würde zum Beispiel. Erstmal kostet der zwischen 1.500 und 3.000 Euro, je nachdem, was für eine Fahrschule und wo und wie schnell man den macht. Und so, dann bin ich Fahranfänger. Und selbst wenn ich über Jens in der Versicherung angemeldet werde, dann sind es immer noch 120%. So, und das ist mir einfach zu teuer dann. Und da Jens jetzt im Januar auch bei meiner Firma anfängt, braucht er halt eben sein Fahrzeug, weil er ja dann andere Touren hat als ich. Und ja, das ist dann halt doof, wenn ich dann ein Auto anschaffen würde. Weil dann kommen noch Steuern dazu, Versicherung, TÜV etc. Gedöns. Und ich will das auch gar nicht. Ich war noch nie der Mensch, der irgendwie großartig da schnell unterwegs sein musste, um ans Ziel zu kommen oder sonst irgendwas. Mir reicht diese 45 km/h Nuckelkiste, das reicht mir locker hin. Da komme ich mit zum Einkaufen, da komme ich, kann ich meine Touren mitmachen, da kann ich meine Zeitung mit ausfahren, wenn ich in einem anderen Ort eine Tour habe oder so. Da brauche ich nicht dieses teure Auto. Einfach. Da bin ich dann wieder zu geizig und das reicht mir. Und vielleicht hole ich mir auch einen Kabinenroller oder ich muss mal gucken, wie ich das halt eben finanziell mache. Es ist halt eben auch eine Kostenfrage. Zum Beispiel ein 45 km/h Auto kriegt man gebraucht schon für 1000, 1500 Euro, je nachdem. Und so ein Kabinenroller, die sind halt noch relativ neu auf dem Markt, die gibt es noch nicht so lange. Die sind allerdings Elektro. Ist aber halt die Sache, die kosten halt zwischen 3.500 und dann aufwärts. So. Neues 45 km/h Auto würde ich mir auf alle Fälle nicht holen, weil die zwischen 10 und 15.000 Euro und mehr je nach Ausstattung kosten. Und ich einfach nicht einsehe, dass ich mich jetzt, weil ich arbeite, neu verschulde. Weil ich will ja von den Schulden, die ich habe, runterkommen und mich nicht extrem neu verschulden. Da habe ich keinen Bock drauf. Neulich habe ich mal durch Zufall ein Video gefunden. Da hat ein junges Mädchen, also die kann man ab 16 fahren, diese Autos, hat von der Firma Aixam, das ist halt ein so ein Leichtkraftfahrzeughersteller, hat die halt so ein Auto ja gesponsert gekriegt für 3 Jahre. Das wäre natürlich auch nice. Dann würde ich auch aber Elektro nehmen, denke ich. Aber hallo, mein YouTube-Kanal ist viel zu klein dafür, um irgendwie solche Sponsor-Sachen zu kriegen. Aber das wäre halt auch nice, wenn die sagen würden, hier oder Salini halt oder irgendwie eine Firma, hier kommen wir sponsern dir das, du machst dafür Videos und zeigst, wie toll das Auto ist. Ja, mein Gott, dann mache ich das halt, wenn das Auto wirklich toll ist. Versteht sich. Also lügen tue ich jedenfalls nicht. Ja. Und das steht im nächsten Jahr an. Was steht noch im nächsten Jahr an? Ja, wie gesagt, Jens fängt auch an zu arbeiten.
Ja, und dann den Rest des Jahres lassen wir halt einfach mal auf uns zukommen. Wie gesagt, dann habe ich die Teste, habe ich dann den Termin wegen der Tabletten im Januar, dann muss ich noch zum Neurologen wegen meiner unruhigen Beine. Ihr merkt das schon, ich mache hier die ganze Zeit und bewege die. Das ist halt, die fangen mit der Zeit, wenn ich still sitze, fangen die an zu jucken. So, ich weiß nicht. Frauen kennen das vielleicht, wenn die schwanger waren und haben Wassereinlagerungen in den Beinen. Oder auch Männer können das ja auch kennen. Gut, die waren vielleicht nicht schwanger, aber Wassereinlagerung ist durchaus möglich, dass Männer das auch kennen. Ja, das kribbelt dann. Richtig widerlich. Und das ist richtig unangenehm. Und das hat man dann meistens auch vorm Schlafen gehen. Darum soll ich vorm Schlafen gehen auch meistens nochmal eine Runde spazieren gehen, hat der Arzt gesagt. Wenn das jetzt ist, da kann man auch mit der Ernährung gegensteuern. Es gibt aber auch ein Medikament gegen Parkinson, in der abgeschwächten Version dann aber. Das soll dagegen helfen. Dann ist aber bei mir wieder die Sache, wenn ich jetzt die Tabletten gegen das ADHS nehme und dann noch wieder andere Tabletten. Ich möchte nicht anfangen und jetzt hier irgendwie eine ganze Batterie von Tabletten zu schlucken. Das ist nicht meins, wenn man das irgendwie mit der Ernährung so halbwegs in den Griff kriegt. Wenn ich zum Beispiel für Zeitung austrage, bei der Wochenzeitung, da sind wir ja ungefähr 3 Stunden unterwegs, dann habe ich das Problem auch nicht. Also werde ich mal einfach mich ein bisschen mehr abends nochmal bewegen müssen, bevor ich ja, schlafen gehe. Oder über den Tag ein bisschen mehr laufen, was ja dann, wenn wieder Gartensaison richtig losgeht, auch nicht das Problem ist. Ja, und jetzt gehen wir mit dem nächsten Lockdown, genauso wie Anfang des Jahres, ins neue Jahr. Ist jetzt nicht ein Lockdown in dem Sinne, aber es ist halt wieder, man darf nicht so viel machen und. Wie gesagt, wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen da lieber alleine bleiben dieses Jahr. Haben wir mehr zu essen für uns? So ist es. Fang schon wieder an, Blödsinn zu reden. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Sofa mit Kaffeegeblabbel so gefällt. Und ob ihr das vielleicht auch mal öfter sehen möchtet. Jetzt wünsche ich euch jedenfalls einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Ein gesundes neues Jahr auf alle Fälle. Und mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Aber denkt dran, man muss auch selber was für seine Wünsche tun. Man muss den Popo hochkriegen und nicht nur sitzen und warten, dass sich etwas ändert. Ihr merkt das selber. Ich habe so viel positive Energie, mit der ich dieses Jahr ins neue Jahr gehe. Und ich hoffe, dass sich das auch hält im neuen Jahr. Diese positive Energie, das wäre super. Weil damit geht es mir richtig gut im Moment. Ja. Yeah. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes, schönes, oh, einen schönen Silvesterabend. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.